Hallo und herzlich willkommen auf dem Gloria Service Channel. In unserem heutigen Video erklären wir euch, wie man unsere Kolbenrückensprühgeräte aufbaut und in Betrieb nimmt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Hier haben wir jetzt unsere Kolbenrückensprühgeräte Hobby 1200 und Hobby 1800. Wir zeigen euch jetzt, welche Teile sich im Lieferumfang befinden. Wir starten mit dem Kolbenrückensprühgerät Hobby 1200. Im Lieferumfang befindet sich natürlich der Behälter inklusive vormontierter Pumpe und Pumpenhebel. Hier haben wir die Schlauchleitung inklusive Schnellschlussventil und Druckregeleinheit. Darüber hinaus das Spritzrohr inklusive 1 mm Düse, den Tragegurt inklusive Befestigungsmaterial, das Einfüllsieb und die Gerätedokumentation. Hier haben wir jetzt unser Kolbenrückensprühgerät Hobby 1800. Der Lieferumfang ist identisch zu dem der Hobby 1200. Allerdings verfügt das Gerät zusätzlich noch über einen Beckengurt und eine 50 cm lange Messingverlängerung. Die Arbeitsschritte führen wir in der gleichen Reihenfolge durch, wie es auch in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Wir beginnen mit der Montage der Trageriemen. Bei beiden Geräten sind diese Arbeitsschritte identisch. Der Tragriemen besteht auf der einen Seite aus einer Schlaufe und auf der anderen Seite aus den Fixierriemen. Die Schlaufe wird durch das mittlere Langloch des Behälters geschoben, etwas herausgezogen und das mitgelieferte Fixierelement wird jetzt in die Schlaufe eingelegt und mit Zug am Riemen wird das Ganze hier oben eingeklemmt. Als nächstes montieren wir die Metallgurtschnallen. Dazu fädeln wir das untere Gurtende von unten in die Schnalle ein, legen es um beide Querstäbe herum, dann um den unteren Steg zurückfädeln und hinter den oberen Steg legen. Man merkt schon, es ist ein wenig Fingerspitzengefühl erforderlich, aber hinterher kann man die Gurtschnalle festziehen. Wenn beide Gurtschnallen montiert sind, dienen sie dazu, die Tragegurte später hier an diesem Tragriemen-Befestigungszapfen an der Unterseite des Behälters zu befestigen. Nachdem man die Trageriemen montiert hat, wird jetzt bei der Hobby 1800 zusätzlich noch der Beckengurt montiert. Hierzu nimmt man die unteren Gurtenden und mit Hilfe der Schlitze im Gurt wird das hier an den Befestigungszapfen montiert. Zunächst den ersten. Dann wird der Gurt einmal umgeschlagen und mit dem zweiten Schlitz ebenfalls zur zusätzlichen Absicherung noch einmal über den Zapfen gezogen. Hat man das zweite umgeschlagene Gurtende auch montiert, wiederholt man beide Arbeitsgänge noch einmal auf der anderen Seite. Sind beide Gurtenden doppelt montiert, muss das Beckengurtgeschirr noch im oberen Bereich befestigt werden. Hierzu entfernen wir jetzt den vorderen Gurt aus dem Gurtregulator. Wir ziehen den Gurt hinaus. So, und schieben ihn dann durch das Langloch hier oben hindurch und fädeln ihn dann in den Regulator wieder ein. Ist der Gurt montiert, sitzt der Gurtregulator bei korrekter Montage ungefähr in dieser Position. Dann wiederholt man den gleichen Montageschritt für den zweiten Gurt. Ist auch der zweite Gurt montiert, sieht das Ganze dann im fertigen Zustand im oberen Bereich so aus. Der Beckengurt ist im unteren Bereich montiert und die Tragegurte werden dann, wenn das Gerät später befüllt ist, hier unten eingehakt. Jetzt folgt die Montage der Schlauchleitung. Da ist es wichtig, noch einmal zu prüfen, ob die Dichtung im Schlauchanschluss vorhanden ist. Ist das der Fall, setzt man den Schlauchanschluss auf den Gewindestutzen der Pumpe und dreht den Schlauch fest. Ist der Schlauch montiert, folgt jetzt die Montage des Spritzrohres und dies wird dann auf das Außengewinde des Druckreglers geschraubt. Ist die Montage sämtlicher Anbauteile erfolgt, setzen wir zum Schluss noch das Einfüllsieb in die Behälteröffnung, können das Gerät nun befüllen und mit dem Arbeiten beginnen.
Wenn ihr Fragen zur Inbetriebnahme und zum Aufbau eures Kolbenrückensprühgerätes habt, dann wendet euch bitte an unser Kundendienstteam unter der eingeblendeten Telefonnummer oder per E-Mail. Allgemeine Informationen zu unseren Geräten und den Ersatzteilen erhaltet ihr auch über unsere Homepage gloriagarten.de. Wir hoffen, das Video war eine Hilfe für euch und ihr konntet euer Kolbenrückensprühgerät in Betrieb nehmen und erfolgreich damit arbeiten. Wir danken euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!